Willkommen zurück zu Lufia. Beim letzten Mal haben wir das Untergeschoss des Schlosses von Lunaria ein bisschen durchquert und jetzt stehen wir hier vor einem Schalter-Warp-Rätsel. Also gucken wir uns mal an, wo der Warp uns jetzt hinbringt. Ja, in einen gefährlichen Raum voller Stacheln. Zum Glück können diese Stacheln uns hier überhaupt nichts tun, selbst wenn wir in sie reinlaufen. Sie halten uns einfach nur auf. Und dann finden wir eine Wunderfrucht. Ein sehr, sehr interessantes Item. Moment, wir gucken mal, ob wir die Wunderfrucht hier finden. Ja, Wunderfrucht. Nahrung für Kapselmonster. Sie kann überraschende Nebenwirkungen haben. Grundsätzlich möchte man meinen, wir sollten die Wunderfrucht sofort an Boris verfüttern. Aber ich empfehle, diese Früchte erstmal aufzubewahren. Denn im späteren Verlauf des Spiels werden die einen deutlich besseren Effekt haben, als wenn wir sie jetzt irgendwo mitten im Wachstumszyklus in ihn reinfuttern lassen. Bombe! Mal rauf! Dankeschön. Und da finden wir noch einen Heilsyrup, indem wir hier diese Wand aufsprengen. Heilsyrup immer noch eins der allerbesten Heilitems im gesamten Spiel. Wenn nicht hier sowieso das beste Heilitem, weil es einfach voll heilt. Steht auch dann, wenn man es benutzt, da steht einfach voll. Ja, und dann hätten wir da ein Pferd, das unsere Bewegung immer genau nachahmt. Ja, es gibt genau eine Einkerbung in diesem Raum, also wie sollen wir nur an das Pferd rankommen? Hey Pferd! Auf geht's in die Schlacht gegen einen Adler und ein einziges Knallpferd. Doch sowas Schweres. Naja, egal. Funke! Mach tot, den Adler. Der ist im Weg. 32 Schaden, unglaublich. Oh, 29 Schaden, unglaublich. Fumi haut drauf. Kannst du ihn killen? 13 Schaden? Yes! Gute Arbeit, Fumi. So muss das sein. Und wir haben ein Lichtmesser gefunden. Das ist sehr gut. Da haben wir direkt wieder eine neue Waffe. Die... Oh, wir haben ein Haarband, das unser Kapselmonster tatsächlich haben will. Also verfüttern wir sofort das Haarband, weil wir gerade die Gelegenheit haben. Haarband, vielen Dank. Und jetzt haben wir drei Striche in der Meterleiste gefüllt. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wo war ich? Wir haben ein, Lichtmesser gefunden. Wir können es entweder ein Tier geben, damit sie mehr Magieabwehr und dezent Angriff bekommt. Oder wir geben es an Maxim, damit er Magieabwehr und deutlich mehr Angriff kriegt. Also geben wir ihm erstmal das Lichtmesser, würde ich sagen. Sie kann den Krabbeltöter leider nicht führen, ist aber auch egal, sie macht sowieso keinen Schaden. Selbst mit dem Kampfmesser macht sie extrem wenig. Aber ist auch egal. So, dann würde ich sagen, stellen wir das Ding hier auf den letzten Warp drauf. Und landen in einem Raum voller Kobolde. Hier kommen wir leider nicht weiter. Also, keine Wahl, wir müssen uns mit den Viechern hier anlegen. Gut, auf in die Schlacht. Wir haben eine neue Waffe, also schauen wir mal, wie stark unsere neue Waffe gegen die ist. Funke! Kobolde haben eine extrem hohe Chance wegzurennen, wenn man sie ein bisschen beschädigt hat. Ich hoffe mal, wir kriegen die Erfahrungspunkte. Sie machen allerdings auch nicht unbedingt schlechten Schaden gegen uns, wenn sie gegen uns kämpfen. Na, das sieht schlecht aus. Die sind beide sehr angeschlagen. Wenn sie drankommen, werden die abhauen. Ich hoffe, dass wir sie killen können. Ach, Tia macht zu wenig Schaden. Fumi, kill ihn. Yes! Doppelter Fumi-Schlag. Falcon Punch! Sehr gut. So muss das aussehen. Und Überraschung. Yep. Überraschung, Überraschung. Da sind wir wieder. Mit einem Funkenregen und einem direkten Angriff von Maxim. Haha. Blöde Viecher. Zack, einmal die Front räkeln. Oh, hat die nicht gekillt? Was ist denn hier los? Okay, dann machen wir halt nochmal einen Funken zur Sicherheit. Komisches Viech, überlebt einfach. Gib ich ja wohl nicht. 18 und 17 und BAMS! 30 Schaden, erledigt. Langmesser als Belohnung erhalten, das ist gut. Boris will weiterhin seine Mütze essen. Der hängt an dem Teleporter da unten fest und kommt nicht weiter. Weil er sowieso festhängt, kann ich auch mal eben darauf warten, dass wir einen Überraschungsangriff gegen den kriegen. Ja, sehr gut. Damit wir es auf jeden Fall gekillt kriegen, ohne dass wir irgendeine Chance haben, vor uns wegzurennen. Funkenattacke! 19, 17. Bams, 32. Fumi, mach einen Schlag drauf. Sehr gut, Fumi. Auf Fumi können wir uns verlassen. Der hat heute seinen guten Tag, wie es aussieht. Funken! Machst du platt. Und... na, nicht beide tot. Okay. Aber jetzt beide tot. Soweit, so gut. Drops, keine Peitsche im Inventar, die wir verfüttern könnten. Aber okay. Da haben wir noch einen neuen Gegner. Eine blaue Echse. Ein Überraschungsangriff vielleicht? Wie sieht's aus? Ein Überraschungsangriff vielleicht? Wie sieht's aus? Ah, du greifst zuerst an. Das hat ja gut funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Funke drauf und dann machen wir mit Maxim einen verteilten Schaden hier. Leider haben wir jetzt keinen Krabbeltöter mehr für das Viech da ganz rechts, aber egal, unser Lichtmesser ist auch nicht schlecht. Außerdem haben wir Fumi-Schlag. Wir haben Boris, der hier aufräumt.
So, dann nochmal Funke drauf und dann vernichten wir den Rest. Funke! Machst du platt? 42 und 19, da merkt man schon wieder, der eine Gegner da vorne ist definitiv anfällig gegen Feuerangriffe. Zum Pferdchen hier kann man unsere Reichweite laufen für ein paar super... Ach, das ist eh nur ein Adler und ein Knallpferd. Machen wir eben so tot. Sollte kein großes Problem sein. Tier gehen langsam aber sicher die MP aus, aber das ist nicht so schlimm. 34 Schaden und Maxim, bam, 36 Schaden. Fumi machen platt. Fump, 13. Tot. Ah, da ist er endlich. Wir haben den Adlerstein erhalten, den ich schon vor Ewigkeiten haben wollte. Jetzt haben wir das Satyrjuwel, weshalb der jetzt nicht mehr so nützlich ist. Aber wie wir sehen, der Adlerstein erhöht unseren Angriff, erhöht unsere Abwehr, erhöht unsere Bewegung. Ist generell einfach ein super guter Stein zu haben. Jetzt haben wir auf Tia freien Platz dafür. Also kriegt Tia jetzt wohl den Adlerstein, weil wir das Satyrjuwel auf jeden Fall auf Maxim haben wollen. Weil das Ding einfach viel zu nützlich ist, als es nicht auf ihm drauf zu haben. Schloss Unaria, U5. Untergrundgewässer, nicht betreten, wäre besser. Welch ein Reim. Wow, ich bin beeindruckt. Da sind sie. Tötet sie! Schießt die Pfeile! Na, hilft leider nicht. Da hat Maxim, die beiden Schurken. Ihr da, stehen bleiben! Unsere Bombe bleibt jetzt einfach liegen. Keinen interessiert's. Was hättest du uns gehabt? Doch, du hättest nicht hier runterspringen sollen. Warte nur. Hey. Ha! Überraschung! Mit solchen Tricks hast du hier unten wohl nicht gerechnet, was? Was sollen wir nur tun, Maxim? Ihr seid beide bereit für eine kleine Dusche? Das Wasser ist bereits unterwegs. Jetzt, Boris! Alles klar, Chef. Haha. Oh Gott. Idioten. Was für Spinner. In der Tat. Unsere Bombe liegt da oben gemütlich. Ja, ne? Allerdings hängen wir hier fest. Jetzt nicht mehr. Da haben sie sich wohl auf die falsche Seite versteckt. Trottel. Ja, gut. Dann folgen wir den Trotteln mal unauffällig. Ich weiß nicht, wer in der Kanalisation sowas hier bauen würde, aber okay. Maxim, dort, die Krone. Sie müssen sie verloren haben, als das Wasser sie erwischt hat. Was für das ihnen geworden ist? Keine Ahnung. Wer weiß, wie weit sie weggespült wurden. Ob sie wohl verletzt wurden? Um die beiden würde ich mir keine Sorgen machen. Unkraut vergeht nicht. Sicher hast du recht. Außerdem, was interessieren uns Boris und Cheffe? Krone erhalten! Yay! Und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder rauslaufen. Das ist mir zu weit. Von daher sortieren wir mal schnell und benutzen unsere Flucht, die wir mit uns rumschleppen. Flucht! Aha! Hi, hi! Bye, bye! Bling! 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 Verdammt, dass du die Krone zurückgebracht hast. Wie schön wäre es für unser Land, wenn mein Bruder einige deiner Tugenden hätten. Ja, dein Bruder ist scheinbar ein Loser, weil er kann nicht mal eine Krone retten, die einfach so offen auf dem Boden liegt. Ein Hoch auf den Helden, der die Krone fand! Ja, ja, da bin ich. Sogar wir gehen nur sehr ungern nach unten. Du bist wirklich mutig. Dank sei dir, mutiger Krieger! Der Prinz ist seitdem viel freundlicher. Der Raub hatte also auch seine gute Seite. Und meins? Nun, im Königreich Lunaria bleibt immer noch viel zu tun. Das muss ein Omen sein, dass die Zeit für mich als König noch nicht reif ist. Ich werde mein Herz öffnen, um meinem Volk einmal ein guter König zu sein. Klingt sinnvoll. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Na, vielleicht weiß der König was. Im Namen aller Bewohner Lunarias spreche ich dir meinen Dank aus. Ich will dich reich belohnen. Was stellst du dir vor? Geld, Prinzessin, König, nichts. Die Antwort, die wir wählen, entscheidet, wie hoch unsere Belohnung ausfällt. Es gibt nur eine Belohnung, die wir hier kriegen können, und die ist Geld. Wenn wir sagen Geld, kriegen wir die zweitbeste Belohnung. Bei Prinzessin kriegen wir die drittbeste Belohnung, bei König kriegen wir die viertbeste Belohnung und bei nichts kriegen wir die beste Belohnung. Ist es nicht schön? Ich möchte nichts. Komm an mein Herz, so viel Großmut belohne ich gerne mit 3000 Goldmünzen. Und wir haben 3000 Goldmünzen erhalten. Yay! Woo! Yippie! Ja, Geld ist keine schlechte Sache, vor allem weil wir unser Kapselmonster füttern können. Mit Items, die Geld kosten. Wie zum Beispiel einem Eisball. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Eisbälle hier kaufen können. Ich glaube nicht. Wir gucken trotzdem mal. Davon ab haben wir im Königreich Lunaria etwas noch nicht gesehen. Wir müssen uns, glaube ich, sowieso ein bisschen regenerieren, weil unsere MP quasi null sind. Die Zeremonie scheint vorbei zu sein. Du kannst für 20 Goldmünzen hier übernachten. Okay. Jupp. Bombadidipida. Hier gibt es nämlich noch ein Obergeschoss in dem Hotel, das wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, das ganz interessant ist. Hier gibt es nämlich ein Mini-Casino. Naja,
Es gibt sicher größere Casinos als dieses. Ein einarmiger Bandit. Ihr solltet mal das große Casino besuchen. Leider habe ich vergessen, wo es ist. Schönen guten Tag. Ja, hier können wir theoretisch Chips kaufen. Für sehr viel Geld. Und die dann in Waren umändern. Hier kriegen wir zum Beispiel Feurio, Statuette, Abaddon, Zornmesser, Luftumhang. Ja, ein Umhang aus sehr dünnen Leinen. Wiederbelebungszauber. Füllt die KP und MP vollständig auf. Oder das Zornmesser. Relativ stark, trifft alle Gegner. Besser als was wir momentan so haben. Ist aber recht teuer, das Zeug. Und muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, hier hätten wir außerdem Feurio. Macht Schaden. Statuette. Wenn du sie nett bittest, füllt sie im Kampf deine KP von dir und deinen Freunden auf. Abaddon ist ein Angriffszauber mit Donnerelementar. Ja. Leider hast du keine Chips mehr. Doch am linken Schalter kannst du mal Chips kaufen. Ja, wir können es ja wenigstens mal gezeigt haben, ne? Gib mir mal einen Chip. Einfach nur, damit wir mal eben das Spiel zeigen können. Drücke das Steuerkreuz nach oben, um Chips einzuwerfen. Viel Glück. Ja, ist einfach nur ein einarmiger Bandit. Wir können bis zu 3 Chips einwerfen. Dann ist es halt einarmiger Bandit-Zeit. Und wenn wir Glück haben, gewinnen wir was. Und im Regelfall verlieren wir alles. Weil es ein einarmiger Bandit. Im Regelfall gewinnt man einen einarmigen Banditen nicht. Ja. So ist das nun mal. Wie sieht's im Shop aus? Verkaufst du Eisbälle? Das wäre sehr interessant zu wissen. Waren, Schrei, Warp, Flucht? Nein. Verkauft er leider nicht. Schade, dann müssen wir erst bis ins nächste Gebiet warten, bis wir Eisbälle für Boris und sowas haben, um ihn zu entwickeln. Mit dir haben wir schon gequatscht, lass mich in Ruhe. Nein! Nein! Danke. Quatsch mich doch nicht zu, meine Güte. Was war allerdings kurz. Wunderbar. Kurz machen können, ist einfach einen Encounter zu suchen und mal gucken, ob sich der Eisball eben auf was anderes ändern möchte. Das können wir direkt damit kombinieren, dass wir mal kurz im Nordtempel Lunaria vorbeigucken. Was soll ich nur machen? Was ist los? Ich komme aus Tanbel und wollte hier in Lunaria einkaufen. Nun will ich zurück nach Tanbel und finde den Schlüssel für den Tempel nicht. Ich kann nicht zurück nach Tanbel, mein Bruder wird stinksauer sein. John hat den Schlüssel genommen und ist in die Höhle gegangen. Er ist noch nicht zurück. Ich mache mir große Sorgen. John wollte den Schlüssel benutzen, um Schatzsucher zu spielen. Ich habe ihn davor gewarnt, aber... Toll. Das heißt, wir müssen erst in die nächste Höhle, die wir schon da drüben gesehen haben, um John zu finden. Ach, immer John. Erstmal machen wir jetzt einen Megabeam, um die Knallpferde hier loszuwerden. Oh, Tia ist schneller geworden als Maxim. Man merkt die Level-Ups. Megabeam! Und vor allem merkt man den Adlerstein auf ihr, der jetzt mehr Speed gegeben hat. So, wie sieht's aus? Jetzt willst du einen Dolch haben. So, dann gehen wir... Meine Güte. Dann gehen wir doch mal gucken, ob's damit besser aussieht. Ob wir das hier kaufen und verfüttern können, oder ob wir damit auch bis Tanbel warten müssen, bis wir darüber können. Langmesser Kurzschwert? Nein. Aber ist Dolch nicht sogar noch älter? Welche Zauber hast du noch gleich alle? Nichts Sinnvolles? Ach, dann halt nicht. Dann kümmern wir uns da später drum und gehen erstmal weiter. Nämlich in die nächste Höhle hinein. Nordwesthöhle, Lunaria U1. Da ist er ja schon, das war ja einfach. Bist du zufällig John? Ja, was ist los? Ich bin hier, um den Schlüssel zu holen. Ach so, der Schlüssel. Ja? Der Schlüssel ist... Dein Großvater war etwas um den Schlüssel besorgt. Nicht um dich. Das wird haarig. Gib mir jetzt den Schlüssel, wir haben es eilig. Also, was ist jetzt? Maxim kann gut mit Kindern umgehen. Du, Maxim. So läuft das nicht. Lass mich es versuchen. Willst du mir nicht erzählen, was geschehen ist? Wir sind ja auch nicht böse. Bitte sprich jetzt. Ein großes Monster tauchte plötzlich auf. Ich habe mich erschrocken. Naja, und dann habe ich den Schlüssel auf das Monster geworfen. Dann hat das Monster den Schlüssel an sich genommen und ist abgehauen. Alles klar, wir verstehen dich. Keine Sorge, wir werden den Schlüssel für dich finden. Natürlich. Ehrlich? Ja, wenn du uns versprichst, sowas nie wieder zu tun. Klar verspreche ich euch das. In Ordnung. Geh nur nach Hause zu deinem Großvater, denn hier ist es zu gefährlich. Ja, das mache ich. Genau, lass das Kind einfach alleine darüber gehen. Da waren ja keine Monster unterwegs oder so. Du kannst gut mit Kindern umgehen, Tia. Ich bin vorbereitet, das ist alles. Ja, natürlich. Wenn er doch nur verstehen würde, was ich meine. Und was denkst du gerade, Tia? An nichts. Weiter geht's, Maxim. Ach, die haben immer so schöne Dialoge, die beiden. Ja. Herzlich willkommen in der nächsten Höhle. Da vorne ist ein unauffälliges Rätsel, wie wir an diese Truhe herankommen, um einen Krafttrank zu erhalten. Juhu, Heil-Items. Ja. Und wie man diese Brücke da oben reparieren soll, ist jetzt nicht hochkompliziert. Pump.
Außerdem... Fledermäuse! Ganz gefährliche Gegner. Nenn ich Serum. Nicht stark. Funke bitte. Haut den Funken raus. Ich möchte, dass die Fledermaus da in der Mitte sofort stirbt. Und dann kann Maxim den Rest erledigen. Kabumm. 40. Sehr gut. Oh, und Fummischlag. 31. Nett, nett. So, hier wird's interessant. Hier unten haben wir irgendwelche interessanten Blöcke, mit denen wir nichts anstellen können. Ups, vielleicht, ja, Überraschungsangriff gegen uns. Aber, kam jetzt hier. Haut doch mal lieber auf Maxim ohne Watz. Maxim braucht seine ZP mal wieder zurück, Leute. Geht doch so nicht. Ich mach mal die Echse kaputt, weil es nur eine verdammte Echse. Schafft sogar Tia. Und Maxim und Fumi gucken, dass sie hier vorne die andere Echse platt kriegen. Oh, kriegen sie nicht. Ich bin beeindruckt. Muss Tia sich gleich wohl heilen. Tia, mach mal stark auf dich selbst. Und Maxim tötet das Viech. Stark! Bump, 34. Soweit, so gut. Hier haben wir ein interessantes Rätsel. Hier sind drei Schalter nebeneinander. Damit wir da oben durchkommen, müssen wir alle Schalter besetzen. Um dieses Rätsel zu lösen, gibt es zwei Ansätze. Entweder man guckt, dass man hier so lange steht, bis man ein Monster hier rüber gelockt hat. Was ein bisschen nervig sein kann. Komm, brave Fledermaus. Blödes Vieh kooperiert heute nicht. Oder man findet heraus, dass hier ein versteckter Pott hinter dieser Säule steht, den man nicht sehen kann. Fieses Rätsel. Ich habe als Kind ganz lange nicht gewusst, dass dieser Pott überhaupt existiert. Ich habe immer ein Monster hier aus dem Raum einfach auf den Schalter draufgelockt, um den so zu aktivieren. Ist grundsätzlich nicht unglaublich schwierig. Jetzt gerade hatten wir einfach nur Pech. Ja, mach mal hier und mach mal da. Funke! Kann man ja schon fast den Krabbeltöter wieder ausrüsten. Das wird auf jeden Fall die Echse zerstören und ich bin mir sicher, Maxim wird es schaffen, jetzt den Käfer hier zu erledigen. Und Fumi kann schon mal ein bisschen Schaden an der blauen Echse da anrichten. Meine Güte, die haben aber Wett gegen Tia. Ich habe das Gefühl, wir sollten ihr das Satyr-Juwel erstmal geben. Damit sie die Mega-Beben benutzen kann. Aber sie macht damit nicht so viel Schaden, bin ich mir relativ sicher. Könnt ihr mal ausprobieren und gucken, was passiert. Gib mal das Satyr-Juwel rüber und dann hast du da den Adlerstern so lange. Der ist eigentlich sowieso sinnvoller für dich, lieber Maxim. Dann schauen wir mal, wie dieser Kampf da läuft. Mit Mega-Beben in der Tasche. Mega-Beben! Maxim ist jetzt natürlich schneller, weil er die Beweglichkeit hat. Oh ja, doch, macht immer noch sehr viel Schaden. Also ist auf Tier eigentlich gar nicht so schlecht aufgehoben, das Mega-Beben. Hm. Okay. Ein unauffälliges Loch im Boden. Wir fallen mal rein. Und landen hier unten. Schick. Lass mir eine Ruhrfledermaus. Wenn wir es richtig anstellen, kommen wir hier vorne durch. Und dann hätten wir da eine Kiste. Da haben wir einen Pferdestein gefunden. Ja. Auch halt eine Art von Stein. Wie wir sehen, gibt es mehr Angriff als der Adlerstein und mehr Stärke. Gibt dafür nicht so schön viel Beweglichkeit und die Abwehr geht ein kleines bisschen runter. Ich würde sagen, Maxim kann die Stärke eher gebrauchen momentan. Also gehen wir ruhig auf den Pferdestein rüber. Ja, und hier würde ich sagen, machen wir einfach ein bisschen Megabeben. Weil es so lustig ist. Viel Schaden. Gute Arbeit hier. Lebensnektar. Und dann kann es hier vorne weitergehen. Hier kommen wir natürlich nur von dieser Seite durch, weil wir sonst dieses Ding hier nicht verschieben können. Und da haben wir übrigens sehr gefährliche Gegner, muss man ein bisschen aufpassen mit den Viechern. Hier vorne ist ein etwas gemeines Rätsel. Wir sehen, dass da vorne auf der Gegenseite ein etwas auffälliges Bodenstück ist. Wenn wir hier drauf gehen, dann ist es ein versteckter Schalter. Und wenn wir da einen Krug drauflegen, dann sehen wir auf der anderen Seite, taucht diese Treppe auf. Leider sind das ja auch noch Gegner, die man nicht überraschungsangreifen kann, was sehr nervtötend ist bei Megamotten. Aber okay, ist halt so. 14 Schaden. Und die haben eine Technik, die uns verwirren kann. Und Verwirrung ist in diesem Spiel richtig fies. Weil es auch... Oh! Mini-Rock will verfüttert werden. Weil es auch dafür sorgt, dass unsere Leute sich gegenseitig angreifen können. Viel Spaß mit meinem Mini-Rock. Jetzt will er ein Kampfmesser haben. Das könnten wir ihm eigentlich geben, oder? Ist eigentlich kein Ding, ihm ein Kampfmesser zu geben. Wir haben sowieso ein Langmesser irgendwann gedroppt gekriegt, das besser ist. Also guten Appetit mit dem Kampfmesser. Moment, wo ist es? Kampfmesser, vielen Dank. Jetzt will er wieder einen Mini-Rock haben, aber den habe ich jetzt leider nicht. Dann ändern wir mal eben auf den Krabbeltöter. Und sie kann bei dem Langmesser bleiben. Sie braucht nicht eine Zornattacke drauf. Ist jetzt nicht so wichtig. Da vorne haben wir schon gesehen, dass hier etwas ist.
Hier ist eine versteckte Wand, wo wir durchgehen können. Dann landen wir hier, um eine Federrüstung zu erhalten. Nützlich, nützlich. Können wir direkt ausrüsten. Da oben, Federrüstung, hat eine Fähigkeit, nämlich Anti-Stopp. Alle Zauberblockaden werden aufgehoben, nicht sehr nützlich. Gibt hier sowieso keine Gegner, die Zauberblockaden verursachen würden, aber okay. Können wir es jetzt zumindest. Hat auch was für sich. Ja. Und hier sind wir in einem Raum mit sehr vielen von diesen blöden Schmetterlingen. Wir sollten gleich mal eben Tier heilen. Mal eben Megabeben, damit wir einfach sterben. Bumm. Tote Vernichtung. Lebensnektar! Und dann... Oh, Lederweste. Sehr gut, es kann weitergehen mit dem Füttern. Lederweste, vielen Dank. Bitteschön, gern geschehen. Feuerball haben wir wieder nicht. Und dann zaubern wir mal eben stark auf sie, damit sie wieder voll geheilt ist. Jetzt sollte es eigentlich kein großes Problem sein, sich mit denen anzulegen. Weil wir ja unseren Krabbeltöter ausgerüstet haben. Gucken, ob wir es schaffen, zwei in einer Runde zu killen. Ich bezweifle es zwar fast, aber man kann es immer ausprobieren. Wir sind nicht mal schnell genug, um vor denen dran zu sein mit Maxim. Fies. 24 Schaden, blöde Mistviecher. Ja, wie man sieht, die sind nervtöten und machen recht viel Schaden, also ignorieren wir die jetzt mal geflissentlich. Wir gehen wieder zurück auf unser Lichtmesser. Damit wir gegen die anderen Gegner wieder mehr machen. So, hier gehen wir mal ganz unauffällig durch, da gehen wir gleich weiter. Hier vorne können wir uns nämlich erstmal heilen. Und hier vorne ist ein versteckter Gang hinter dieser Ranke. Da finden wir einen Mutschub. Ein Mutschub. Und außerdem einen Heilsirup. Ein weiteres. Damit haben wir jetzt drei von den Heilsirups bereits zusammengesammelt. Gute Sache. Ja, den Mutschub können wir benutzen, um unseren Mut permanent zu erhöhen. Damit erhöhen wir Maxims Mut auf jeden Fall. Tiers Stats sind mir relativ egal. Wenn es irgendwas für Stats gibt, dann auf jeden Fall erstmal einen Maxim schieben. Und außerdem haben wir diese geheime Treppe aktiviert, die wir erstmal nehmen sollten, die uns in dieses Gebiet hier bringt. Da vorne laufen neue Gegner. Wir gucken sie uns mal schnell an. Hallo, neue Gegner. Da hätten wir Krabben. Krabbe. Dagegen sollte man in erster Linie Zauber benutzen, weil die Dinger physisch eher resistent sind. Wir hauen mal einen Funken rein und sehen 46 bis 43 Schaden hier vorne. Wenn wir physisch angreifen, gerade mal 28. Fumischlag! Bam! Ist er tot? Sehr tot. Gute Arbeit, Team. So muss das aussehen. So, dafür haben wir hier oben ein Rätsel. Wenn wir hier über die Büsche gehen, dann tauchen die Büsche hinter uns einfach wieder auf. Welch ein merkwürdiges Rätsel. Aber dagegen gibt es Abhilfe zu schaffen. Denn wir können zum Beispiel Bomben setzen, um hier vorne leichter durchzukommen. So, machen wir hier frei. Lassen uns da rein. Zack, zack. Lassen uns da durch. Ich glaube, ich komme nicht schnell genug, um... Doch, ich komme schnell genug, um ganz durchzukommen. Und damit haben wir da vorne eine weitere Treppe aktiviert. War ein Rätsel. Ja. Hier vorne ist leider nichts mehr wirklich Interessantes. Hier können wir zwar langlaufen und so. Können wir diesen Schalter aktivieren. Der ist tatsächlich interessant, wenn wir jetzt den Pfeil ausgerüstet hätten. Man sollte nicht hier in der Mitte zwischenstehen, ansonsten fährt man nämlich genau runter. Was nicht unbedingt schlimm ist, aber ich möchte gerne alle Wege in den Dungeon ablaufen. Deswegen möchte ich jetzt nicht direkt runterfallen, sondern lieber hier langlaufen. Und damit sind wir wieder in der U2 oben und müssen jetzt erstmal wieder den Umweg hier vorne laufen. Mal eben wieder voll heilen hier. Moment, wir haben Magie benutzt. Rupp. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir das Untergeschoss dieses Dungeons hier offiziell betreten werden. Und mal gucken, was für ein merkwürdiges Monster den Schlüssel geklaut haben wird. Bis zum nächsten Mal. See ya.